Fischbad. Das ist eine altungarische Begrüßung. Fischpferd. Fisch heißt Hall und Pferd ist Lo. Also Fischpferd. Was ich jetzt machen möchte, das ist meine absolute Lieblingssäure. Das ist ein Sauerkraut mit Dill und Curry. Das schmeckt so wahnsinnig gut. Es ist einfach unmöglich, nicht? Das Dill harmonisiert mit dem Curry. Das habe ich nie gedacht. Aber das ist einfach Wahnsinn. Das möchte ich einfach zeigen, wie das ausschaut. Mengenmäßig und so weiter. Aber zuerst sagen wir unser tagtägliches Motto. Das ist ein Kraut, ich habe das Stummel ausgeschnitten. Der ursprünglich war 1300 Gramm, sagen wir 1 Kilo und 400 Gramm. Besser gesagt 1,5 Kilo war das ursprünglich. Aber ich habe das einfach ausgeschnitten und hier ein bisschen war, ein bisschen hin, das habe ich auch weggetan. Das jetzt momentan ist 1 Kilo und 1/4 Kilo oder sowas. Ja, in dieser Menge braucht man ungefähr einen Esslöffel Curry und einen Esslöffel Dill. Also jedenfalls gleichermaßen. Dill Curry ist gleichermaßen. Dann schauen wir das an. Also schauen wir das an. Ich habe eine wahnsinnig gute Reihe. Das ist echt gut. Also ich habe gesehen, wie manche Menschen die machen das mit Küchenmaschinen. Ich weiß es nicht. Die Küchenmaschinen machen diese Gatsch und so kleine Stückchen übereinander. Ich mag das eher, wenn der Kraut hat ein bisschen schon Phase, so ein längeres Stückchen. Das kann man mit dem Gabel viel angenehmer verkrausen. Also das wird dann nicht so gehoben, muss man aufpassen. Fingerchen. Also ich mache eigentlich alles ohne Gummihandschuh oder sowas. Weil ich ein kultivierter Mensch bin, ich höre dann klassische Musik dazwischendurch, ich mache ein bisschen lauter. Russische Oper sind die beste. Geben wir Salz dazu. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel ein jodiertes Salz. Keine Ahnung. Der Jod riecht ein bisschen und dann spürt man diese Jod. Das mag ich nicht. Das verwende ich eher nicht. Aber mit dem Salz, ja, das Meeressalz, das ist wieder eine Frage, was für ein Meer ist das überhaupt? Und dann, vielleicht das ist auch, vielleicht in Österreich einfach Berg. Kristallsalz aus Badisch, meiner Meinung nach. Und das ist ein sowas, kein Tafelsalz. Und wenn jemand will, einfach so Himalaya-Salz oder sowas, bitte. Aber ich glaube, das ist ein ganz normales Salz, ohne Jod. Jetzt könnte man warten eigentlich. Und das Salz hat eine Funktion. Das soll die Flüssigkeit oder Gemüse einfach rausziehen. Ohne Salz geht diese Gärung auch natürlich, aber da muss man die ganze Phase zerstampfen. Also wenn die Zellflüssigkeit, die Zellstruktur zerstört wird und die Zellflüssigkeit rauskommt, das macht den Salz. Dafür sollten wir warten,
für diese Menge sicher eine Stunde oder sowas, wenn ein bisschen so saftig wird. Aber jetzt spüre ich schon, dass nicht mehr so luftig ist, dieser ganze Ding, sondern natürlich schon wird eher glänzender und feuchter die ganze und gleichzeitig schwerer auch. Also das steht mal fast wie, eine, wie ein Knödel zusammen und wenn ich das richtig zugreife, dann kommt mal schon die Flüssigkeit. Das hängt von der Reibe ab, die Reibe soll sehr, sehr fein sein. Curry. Die wichtigste ist, dass so dieselbe Menge sein. Von dir und von Curry und dir. Hier riecht irgendwas komisch. Das kann man in getrocknetem Dill auch kaufen, aber ich habe das selbst gemacht. Einfach mit dem Dörrgerät, einfach so getrocknet, Dill zerstückelt und das ist einfach gar nicht fein und riecht wahnsinnig gut. Das schauen wir das an. Also ein Esslöffel für einen Kilo und 20 Deka Gemüse. Wenn wir das zusammenkneten, dann sieht man, wie das ausschaut. Sagen wir, das ist einfach kein Kümmel, keine Wacholder, dabei nicht diese klassische Sauerkraut-Geschichte, aber doch das. Da war es ein verblüffender Geschmack. Und diese exotische Curry mit einheimischer Dill, wie das zusammenkommt, einfach unglaublich. Jetzt kann man das tun, zum Beispiel, wenn, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht warten, weil das ist einfach 10 Uhr am Abend, kann man richtig massiv, kräftig zerkneten. Damit verschleudern wir diese ganze Saftbildung. Und kann man gleich reingeben in den Topf. Sieht man, es ist ganz gatschig geworden und matschig. Also innerhalb 3 Minuten also bildet sich da unten dieser Saft und die ganze Ding ist einfach wird bereits. Da muss man nicht extra warten. Damit das kann man ziemlich in einem Schritt die ganze Sache vorbereiten. Also das ist die Frage. Für diese Menge, was irgendwie sehr viel ausgeschaut hat. Ich glaube, das passt ganz genau in diesen kleinen Topf hinein. Das ist der kleine und das ist der größere. Das ist fast zu groß. Okay, dann packen wir das rein. Das könnte man zuerst mit einem heißes Wasser das ausspülen. Keine Ahnung, du hast 10-mal wahnsinnig guter Salat gemacht oder gegessen. Das Wichtigste ist, dass das darf nicht irgendwie Luft eingeschlossen sein, irgendwo. Also deshalb, wenn das drinnen ist, dann muss man es ordentlich zerdrücken. Und alle Luft blasen einfach raus. Nehmen.
gute Wärme. Jetzt im Winter kann man auf dem Herd oder Herd näher geben, aber darf nicht mehr als 30 Grad werden. Und 30 Grad und über 30 Grad sterben diese Bakterien. Aber die Wärme natürlich, das beschleunigt diesen ganzen Gärprozess. So, diese soll man morgen ganz fleißig blubbern auf dem Herd, also hernähe oder Regal, wo ich das lagere. Und übermorgen kann man schon essen davon. Da muss man nicht warten, wann das total fertig ist. Das ist eine Prozedur. Nicht? Das dauert eine Woche. Diese Menge wird dann total sauer. Aber kann man übermorgen, draufkommende Tag und so weiter, immer rausnehmen und entweder pur essen, zum anderen Essen dazu essen, oder einen Salat dazu mischen, einen Zwiebelsalat machen zum Beispiel und dazu geben. Oder Kraut oder kochen kann man auch natürlich, so Krautfleisch und so weiter. Oder dünsten auch, muss man selbst ausexperimentieren für uns selbst, was das Beste ist. Ich mag das zum Beispiel dann ordentlich sauer. Meine Frau mag das eher, wenn ein bisschen milder ist. Also je nach Wunsch. Aber das ist nicht so, oft bereiten wir vor und warten, wann einmal fertig und dann essen wir, sondern kann man zwischendurch auch immer nehmen. Sogar das ist das Beste dran. Das ist immer da, immer auf dem Tisch und kann man immer zugreifen. Das schaut dann so aus. Hier braucht man nicht. Wenn zu wenig Flüssigkeit ist drauf, dann kann man mit dem lauwarmen Salzwasser das anfüllen. In dieser Ebene wie der Gemüse. Der Saft soll so sein wie der Gemüse selbst. Also man schwimmt in der eigenen Saft, das ist das Ideale. Das müssen wir mit Wasser anfüllen, diese Dichtung. Das ist das Wichtigste. Das darf nie einmal austrocknen. So, das war's. Einfach Kraut mit Dill und Curry. Und also Abschied sagen wir noch einmal unser Motto: Say it loud, Sauerkraut.